nicht länger warten. Wir müssen das Ritual durchführen. Entseelte, es wird Zeit, dass ihr eure Entscheidung trefft. Ja, das sollte dicht genug sein, glaube ich. Seid ihr gewappnet? Das überrascht keinen mehr als mich. Sie sind bereit, sich selbst zu opfern, um die Welt zu retten. Und doch werden sie nie ein Wort des Dankes dafür hören. Schon komisch, dass ein so selbstsüchtiger Mann so etwas sagt, nicht wahr? Ich sollte vorsichtig sein, dass ich daraus nicht noch etwas lerne. Ich habe keine Ahnung. Sprecht mit ihnen. Lasst euch von ihren eigenen Worten überzeugen. Doch sobald die Entscheidung getroffen wurde, führt kein Weg mehr zurück. Das Ernten einer frischen Seele wird zwangsläufig Molagbals Aufmerksamkeit auf uns lenken. Diese Gelegenheit müsst ihr nutzen, um ihn niederzustrecken. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Ihr müsst von göttlicher Macht erfüllt werden, um auch nur daran denken zu können, einen Daedra-Fürsten herauszufordern. Das Amulett der Könige kann euch diese Macht gewähren, wenn auch nur zum Preis eines Lebens. Das Amulett der Könige ist ein Relikt Akatoshs, des Drachengottes der Zeit. Seine Kräfte verkörpern Standhaftigkeit sowie Unbesiegbarkeit und fördern zugleich die Tugenden des Pflichtbewusstseins, der Diensttreue und des Gehorsams. Macht euch selbst einen Reim darauf. Ich sehe da diesen Blick in euren Augen, Entseelte. Und ich frage mich, werde ich es sein? Ihr sollt wissen, dass ich es als große Ehre betrachten würde. Es wäre ein guter Tod. Wenn man jeden Tag lebt, als wäre er der Letzte, so wie ich das tue, dann hat man mit dieser Annahme auch irgendwann recht. Ich wurde geboren, um den Heldentod zu sterben. Das wusste ich schon immer. Und ich bin seit jeher dafür gewappnet. Einst habe ich geschworen, meinen Kaiser zu beschützen. Und ich bin gescheitert. Ich darf nicht zulassen, dass er sein Leben anstelle des meinen opfert. Noch kann ich Lyris, meine Schneelilie, darum bitten. Sie bedeutet mir mehr, als sie jemals erfahren wird. Bitte. Gewährt mir diese Ehre. Wir haben schon ein paar verrückte Abenteuer erlebt, oder? Aber man bezeichnet sie erst so, wenn alle heil wieder zu Hause sind. Das heißt wohl, dass die Abenteuer hier nun ein Ende finden. Aber ich bereue nichts davon. Nicht einen Augenblick. Mein Vater sagte mir einst, das Wichtigste, worum jeder wissen sollte, ist das, wofür er zu sterben bereit ist. Das weiß ich jetzt. Ich fühle mich, als hätte ich schon ein Dutzend Leben geführt. Ich bin so müde. Und ich freue mich schon darauf, meine Eltern wiederzusehen. In Sovngarde. Wenn mein Tod einen Sinn bekommt, dann wird auch mein Leben einen gehabt haben. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ihr mich auswählen würdet. Vergesst nicht, Entseelte. Wir kämpfen für unser Volk. Wir kämpfen für Tamriel. Man kann das Böse eine Weile im Zaum halten, aber man kann es nie ganz auslöschen. Doch es ist wichtig, dass wir ihm Widerstand leisten, dass wir weiterkämpfen und uns zur Wehr setzen. Nur sehr wenig. Die Schriftrollen sehen vieles voraus, sogar mögliche Zukünfte. Aber sie sind nicht unfehlbar und sie werden euch diese Entscheidung nicht abnehmen. Man kann kein Meer überqueren, indem man am Ufer verharrt und über das Wasser nachdenkt. Seid stark, Entseelte, und handelt. Es gibt keine Entscheidung, die sicheren Erfolg verspricht. Es gibt nur eine Auswahl an Entscheidungen. Das Reich des Vergessens hat mich nicht in ein Monster verwandelt. Es hat mir nur meine Befürchtungen über mich selbst bestätigt. Es wäre nur passend und noch dazu ehrenvoll, wenn ihr mich auswählen würdet. Es wäre ein guter Tod. Stellt euch dort drüben hin, Entseelte, und wappnet euch. Wir werden euch oder euer Opfer niemals vergessen, Herr. Großer Akatosh,
Drachengott der Zeit. Vergebt mir meine Selbstüberschätzung. Gewährt eure göttliche Macht der Entseelten und stellt euren Schutz über Tamriel wieder her, damit mein Opfer nicht umsonst war. Die Geschichte gedenkt vielleicht nicht eures Opfers, aber die Anwesenden hier werden es nicht vergessen. Göttliche Tamriels, mit diesem Behältnis eurer Macht, dem Amulett der Könige, rufe ich eure Kraft an. Lasst dieses edle Opfer ein Zeugnis unseres Verlangens sein, die Dinge zu richten und das Gleichgewicht im Mundus wiederherzustellen. Euer Champion steht bereit. Nehmt dieses Opfer an und erfüllt diese Entseelte mit eurem Glanz. Widersetzt euch dem Willen Molag Bals. Entseelte, los! Steigt den Pfad hinauf! Stellt euch dem dädrischen Fürsten! Ihr müsst dem Gott der Intrigen allein gegenübertreten! Ich werde die anderen in Sicherheit bringen! Geht! Ständiger Eingang ist zu Ende, Helden von Tamriel. Was ist das für eine Torheit? Ist euer sterblicher Verstand übergeschnappt? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich besiegen? Die dunklen Machenschaften des Reichs des Vergessens sind weit komplexer als alles, was eure derartigen Sinne erfassen können. Legendär sein, selbst für das Reich des Vergessens.
Trotzdem kämpft ihr weiter. Doch es geht um eure eigene Existenz. Ich bin ein Gott aus dem Reich des Vergessens. Ihr seid weniger als nichts. Erbärmliches, ädrisches Schmuckstück kann mich nicht besiegen. Ich bin Molag Bal, Herr der Unterwerfung. Was ist das? Denkt ihr, euer Spielzeug kann einen Gott töten? Euer Verstand ist mir entblößt. Ich kann eure Angst schmecken. Ihr seid fruchtbarer Boden für die Samen der ewigen Qual. Tretet vor, Entseelte. Im Moment seid ihr sicher. Etwas für euch Wertvolles wurde aus Steinfeuers Wesen gerissen. Ich habe es hergebracht, damit ihr es zurückhaben könnt. Ich gratuliere euch, kleines Insekt. Euer Stich ist beeindruckend. Ihr habt mich geschlagen. Und Tausende und Abertausende Seelen zurück in den Mundus entlassen. Für den Moment wurde eure Welt verschont, aber mein großer Plan entfaltet sich erst. Hervorragend! Eure Kraft sollte sich in den kommenden Konflikten als nützlich erweisen. Ihr habt euch heute einen großen und schrecklichen Feind gemacht. Der Welt würde es besser gehen, wenn die Ebenenverschmelzung erfolgreich gewesen wäre.
Hättet ihr euch vor mir verbeugt und die ewige Dienerschaft akzeptiert, hätte ich euch beschützt. Es gibt schlimmere Meister als mich. Viel schlimmer. Ihr seid hier in meinem Bereich nur ein Phantom, Steinfeuer. Die sterblichen Prophezeiungen der Schriftrollen wurden erfüllt. Verlasst diesen Ort und kehrt in eure Grube zurück. Ihr habt eine mächtige Verbündete. Wusstet ihr, dass sie euch hier bringen würde? Ich frage mich, welche Rolle sie in dieser großen kosmischen Farce spielen wird. Bah! Eure Einmischung hat mich schon so viel gekostet, verfluchte Kreatur des Lichts und der Flammen. Diese Farce amüsiert mich nicht mehr. Eure Seele wurde wiederhergestellt. Ich kann ihr Licht in euch sehen, und ihr habt eure Welt vor einem großen Unheil bewahrt. Doch eines solltet ihr wissen, Sterbliche. Die Mächte des Vergessens sind zahlreich, und der Gott der Intrigen ist nur ein Spieler in einem verwirrenden Ringen um die Vorherrschaft. Ihr habt ihn schwer verwundet. Es wird eine gewisse Zeit dauern, ehe er seine Macht zurückgewinnt. Als euer Feind fiel, nahm jener, der den Namen Abnur Tarn trägt, Shin El-Adabal in sich und floh. Er kehrte in das Land zurück, aus dem er kam. Jenen Ort, den ihr Cynodil nennt. Die Macht des Amuletts ist schon seit mehr als einer Generation aufgebraucht. Der Kaiserliche wird es weder einsetzen, noch irgendeinen Vorteil aus ihm ziehen können. Aber er wird viele ernüchternde Jahre auf den Versuch vergeuden, es dennoch zu tun. Der Riss im Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn wurde geschlossen. Eure Welt ist fürs Erste sicher. Er ist für immer fort. Doch sein Andenken bleibt bestehen. Ich kann sehen, wie das Licht hinter euren Augen hell erstrahlt. Euer Freund ist jetzt ein Teil von euch, ebenso wie die Kraft der Göttlichen, wie eine Flamme in eurer erneuerten Seele brennt. Eure Geschichte hat gerade erst begonnen. Molag Bal ist noch nicht fertig mit euch. In vielerlei Hinsicht haben sich die Geschehnisse zu seinem Vorteil entwickelt. Und ihr habt zudem die Aufmerksamkeit der anderen dethrischen Fürsten auf euch gelenkt. Der Krieg zwischen den Königreichen der Sterblichen verwüstet noch immer eure Welt. Doch eure wahren Feinde sind nicht sterblich. Wenn ihr für die kommenden Zwiste bereit sein wollt, braucht ihr ein umfassendes Verständnis dafür, was hier auf dem Spiel steht. Ihr müsst unter jenen leben, gegen die ihr Krieg führt. In der Tat. Wenn ihr nach Tamriel zurückkehrt, dann geht an jenen Ort, den ihr die Zuflucht nennt. Mein Geschenk erwartet euch dort. Es wird euch erlauben, in andere Lande zu reisen und euer wahres Wesen vor jenen zu verbergen, die euch als Feind betrachten würden. Ich habe ebenso wenig Interesse daran, euch hier zu behalten, wie ihr daran hattet, im Kalthafen zu bleiben. Ich werde euch in euer kleines Versteck in der Wildnis zurückbringen. Dort warten eure überlebenden Gefährten bereits auf euch. Seid ihr zum Aufbruch bereit?